Hey ho! Hoi! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hide and Seek. Und das kann ich natürlich nicht alleine zocken. Deswegen habe ich Coppa, Michelle und Hattie dabei. Und zusammen werden wir uns heute erneut den Julian Bams Kopf verstecken. Okay, Leute, werden wir uns jetzt verstecken? Ganz quick, wenn ihr mehr davon wollt. Besser gesagt, wenn ihr mehr Hide and Seek wollt. Wisst ihr, was zu tun ist? Lehnt einen fetten, logischen Daumen nach oben durch. Und jetzt schnell verstecken, bevor Coppa nicht mehr blind ist. Ach, Michelle, ist das dein Ernst? Was denn? Da will ich jetzt auch mal hin. Okay, dann komm mit. Hattie, willst du mitkommen? Was? Wo ja? Hattie, komm, komm, komm. Einmal nach rechts, einmal nach links. Leute, das wird eng. Nein, Hattie. Hattie, du hast nur noch 10 Sekunden. Hattie, bist du zu blöd? Also, das Problem ist, auf dieser Map gibt es so viele Verstecke, dass ich selbst nicht mal alle kenne. Also, diese Map ist wirklich eins der absoluten Meisterwerke, was wir jemals in Hide and Seek gebaut haben, was Verstecke angeht. Die Map hier hat es wirklich in sich, ja? Also, die ist echt kompakt, aber die hat tausende Verstecke, ja? Ah, ist ja gut, ist ja gut. Nein, aber du bist schon... Ja, relativ warm, ja? Hast du schon im Mülleimer nachgeschaut? Mülleimer? Da, ja, da habe ich direkt als erstes in... Aber da. Siehst du mich? Nein. Hi. Hey, ich bin noch hier drin. Ja? Ja. Okay, du musst mich auch nicht tippen. Was? Ja, ich bin da drinnen. Hallo? Hä, warum gehst du? Ich suche woanders. Hä, aber du kannst mich jetzt einfach tippen. Lass mich hier nicht verarschen. Ich verarsch dich nicht, Coppa. Ich würde meinen Lieblings-Mod-Reviewer niemals pranken. Ja, Coppa, wir warten. Ja, nee, das wird. Michelle wird auch schon ganz langweilig. Yeah, ich fühle mit meinem Schwanz. Spiel mal weiter mit deinem Schwanz. Alles wird gut, Michelle. Willst du den mal sehen? Nein, 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 nein. Das Gott, ist größer geworden. Der ist doch gar nicht zu übersehen. Ja, ich sehe ihn. Der wächst irgendwie aus meinem Kopf, aber du so. Hast ja auch nicht mal Beine, Michelle. Ich habe nicht meinen Körper. Partnerlook mit Hecki. Hecki? Mit Hecki! Oh mein Gott, was ist das? Eine Mischung aus Hattie und einer Hecke? Ihr kennt ja jetzt diese Eier, die voll im Trend sind, diese... Kinderjoy. Nein, nicht Kinderjoy. Da, wo dieses Ding da rauskommt. Ein Hitachi Toyota, okay? Stellt euch vor, das neue Kinderspielzeug für 2018. Hecki. Die knuffige Gartenhecke. Hä, damit gibst du deinem Kind die Möglichkeit, deine eigene kleine Hecke großzuziehen. Nicht nur, weil ich früher mal Gärtner war oder sowas. Nein, ich finde, das ist eine Marktlücke. Michelle, dein Kopf ist so groß, pass auf, dass der nicht aus der Wand ragt. Der ragt jetzt schon aus der Wand. Oh Gott, Michelle. Wo seid ihr denn, verdammt? Wir sind perfekt camouflaged und sind eins mit der Umgebung. Mann, hör auf, mich runterzumachen. Wenn Coppa niemanden findet, muss Coppa einfach nochmal suchen. Wenn es nicht der Mülleimer ist, aber ich von einer Wand rede, wo könnte ich denn sein? Und ich dich die ganze Zeit sehe. Da oben sehe ich irgendwas. Es sind aber auch nur Schimmel sein, da oben in der Ecke. Welcher Schimmel? Hell. Ups. Michel. Ups. Nein. Nein. Nein! Geh weg! Geh du vor! Geh du vor! Ach, da ist das so eine unsichtbare. Oh! Geh du vor! Nein, nein, ich will nicht beschimpfen! Warte! Nein, 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 ich hab euch gehauen. Nein, 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 nein. Nein, dann könnte ich dir den Schlag. Nein, nein, Michelle, geh du doch raus. Ich sterbe. Nein, nein, nein. Oh. Ja! Tipp sie doch! Tipp sie! Ich hab sie! Oh Gott! So, wo hat sich jetzt Hentulus versteckt? Hecki? Hecki? Hecki! Ich bin camouflage in einem Berg versteckt. Ja, na. Okay, dann weiß ich, wo du bist. Vogelscheuche vielleicht. Das Versteck hab ich gebaut. Denkst du, das finde ich nicht wieder? Hecki, guck mal. Will die haben. Hä, wo bist du? Wie siehst du denn aus? Stell die Blume da jetzt wieder hin, Hattie. Nein! Ey!
Dann die. Darf ich die? Nein. Nein, die stellt sie jetzt da wieder hin. Du darfst vielleicht den Hydranten mitnehmen, wenn du ganz lieb fragst. Wo hast du die gepflückt? Von da. Stell sie da wieder hin. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Michelle, verkriech dich wieder unter die Ecke, wo du herkommst. Michelle ist schlimmer als jede Spinne. Willst du Stress, Michelle? Ich finde dich mit Ankündigung als erstes. Gab's ja lange nicht mehr. Dass ich dich als erstes finde. Ja, Stylex ist nicht dabei. Er hat nämlich unter der Woche nie Zeit für seine Freunde. Ich finde Michelle als erstes. Michelle, du kannst ruhig rauskommen. Nee. Michelle, ihr seid hier aber nicht. Ich brech das ab. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich wieder versteckt. Du, jetzt kannst du wieder woanders suchen gehen. Wo ist ein Logo? Ich bin unten gerade. Okay. Die Map ist echt hart, okay? Habe ich das schon mal gesagt? Das freut mich. Hat sich Hattie das letzte Mal da versteckt? Ja. Nee, das warst du. Nein. Da war Siri! Leider. Kannst du mal Siri in Ruhe lassen? Ja, Siri geht die ganze Zeit an. Und? Okay. Vielleicht sucht sie ja auch nur ein bisschen Nähe. Ich glaube, sie vermisst mich, weil ich sie lange nicht mehr benutzt habe. So geht's deiner Mama auch. Mann, kommt schon, gib mir einen kleinen Tipp. Kommt schon. Einen kleinen. Warum soll ich Tipps geben? Na, einfach einen Tipp. Koppa ist so still. Koppa will einfach nur gewinnen. Also so viel gibt's hier nicht, aber die ganzen Verstecke sind halt auf engstem Raum oder irgendwo versteckt. Oh, das ist mies. Um die Zeit hat Koppa letzte Runde mindestens uns beide gefunden. Also ich bin auf jeden Fall unten. Du bist so ein Idiot. Warum? Nein, nicht du, Michelle. Seid ihr sicher oben? Ich glaube, ich das nehme ich nicht mehr. Nee, ich bin unten. Ach, du bist so unten. Habe ich doch gesagt. Wirklich? Gott, ich höre dir nie zu, kann das sein? Hattie, du weißt, wo Michelle ist. Wir müssen Michelle finden, wir haben noch knapp eine Minute Zeit. Ja, ey, das ist voll schlimm. Oh, Michelle, du kommst auch ins Stimmbruch. Du wirst jetzt ein richtiger Mann. Bald musst du dir auch deinen Bart rasieren. Bleib bei mir. Hey, so, Tipp. Oh, oh. Bleib bei mir. Tipsy. Tipsy. Wo? Jetzt hast du noch Logo zeigen. Hey, what the fuck? Geh mal, wo? Geh mal zum Pistenraum. Zum Pistenraum? Ja. Da war ich vorhin. Ja, komm her. Ja, ich bin auf dem Weg. Doch, blind. Du hast mich auch nicht gesehen. Du bist ein Block an mir vorbeigerannt. Okay, so, ich bin da. Ach, hier hinten im Stroh oder was? Nein. Bist du blind? Oh mein Gott! Was ist das? Ich muss jetzt erstmal durchatmen und das da ganz kurz verkraften, okay? Alter, Michelle. Alter. Ja. Bleib einfach so, du bist viel schöner. Michelle, der Skin ist schön, lass den drin, denn die wahre Schönheit kommt von innen. Ich dachte, Michelle ist hier die männliche. Hattie hat einfach die männlichsten Hitgeräusche ever. Es wäre so geil, wenn unser Teebeutel anfangen müsste, aber Koppa muss anfangen. Hab ich hier noch irgendwo ein geiles Versteck? Hattie, wir gehen, du weißt, was ich meine. Nö. So, hallo, rennen wir jetzt hinterher, wir müssen jetzt, komm. Ja. Wir müssen. Hattie, bist du zu blöd, den kleinen? Hier drauf stellst du dich, hier, guck mal. Und dann hier rüber. Komm schon, Hattie, du schaffst das. Hattie, das ist so ein einfacher Sprung. Hattie im Kreis, guck mal, so hier. Du kannst mir sicher erzählen, dass du dafür... Wie hast du das geschafft? Du bist übrigens schon an mir vorbeigelaufen, Koppe. Jetzt geht das schon wieder los. Mülleimer? Yes! Ich bin wieder eine Wand aus Liebe und Erinnerung. Ich habe mein Versteck geändert. Super. Als ob du Hattie vor mir gefunden hast. Oh nein, als ob du bis jetzt diesen Sprung nicht geschafft hast. Nein, Hattie, willst du musst da auf das Regal vom Regal in so einen Boden darauf denken. Kaum ist Stylix sich dabei, fühle ich mich so frei. Wäre Hattie jetzt nicht dabei, wärst du sogar noch vom Geruch her endlich mal angenehm.
Okay, Leute, glaubt ihr, findet mich noch vor Ablauf der Zeit? Hetty ist nämlich auch schon zweimal an mir vorbeigelaufen. Alter, Michelle, du bist hässlich. Ja. Ja, du hast es gelöscht. Nein, ja. Vielleicht habe ich euch das ja erzählt. Doch, komm her. Oh, danke. Du bist krank, Michelle. Also ihr wisst jetzt als Tipp, ich bin oben. Ja! Nein, 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 ich hätte es fast gewonnen. Hier, ich schenk dir was. Das kommt aus meinem Herzen, was ich dir geschenkt habe, ja? Hetty, wen findest du mit Ankündigung als erstes? Dich. Hetty, was habe ich dir in Gottes Namen getan? Das ist... Was denn? Asia-Raum oder was? Nein! Nein! Oh. Nein! 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 Er möchte nicht mehr. Ich kann den Text nicht mehr. Oh Mann. Und wie kann man von etwas einen Ohrwurm haben, von dem man nicht mal mehr den Text richtig kennt? Darf ich benutzen, um bei Michelle einzubrechen? Was willst du denn bei Michelle klauen? Die ist doch arm wie die Kirchenmaus. Ich hab ein Einhorn. Ja, das will ich haben. Hm. Ich habe ein echtes Einhorn im Garten. Da musst du aber keine Scheibe zerschlagen, um in den Garten zu kommen. Du bist gestört und krank. Du kannst ja mal einen Tipp raushauen, wo du dich versteckst. Warte mal, hier sind Fenster. Ja, das ist meine. Man kann rausgucken. Ist Züge ein Pseudonym für irgendwas? Hackies? Du meinst Hackies? Das ist eine gute Frage. Ich wüsste gerne, wie ich da hinkomme. Ich habe noch eine Idee. Ja. Hau raus, Michelle. Eröffnen Hello Sie die Runde. Hetty, Hetty, Hetty. Hello, Hetty. Was bist du? Hello, Hetty. Hello, Hetty. Guck mal, mein Kopf. Seh dich nicht und ich glaube, das will ich auch gar nicht. Hello, Hetty. Ich bete für die Hello, Hetty. Hello, Alter, bist du klein, Hello, Hetty. Es ist gleich nur noch eine Minute Zeit. Wir müssen noch Koppa finden. Hetty, musst du alles nicht aufsaugen? Oh, Papa darf raus. Ihn. Ich erlaube ihm das. Was machst du? Ich will die Fledermaus fangen. Wo ist die? Wo ist die? Hinter dir, Michelle. Das ist Koppa. Michelle, was machst du? Ich will sie fangen. Ist alles in Ordnung? Da ist sie. Ich will sie fangen. Alter, Michelle. Ich habe mich hier zweimal gedreht und jetzt bin ich... Ah, hallo, hier. Bist du ehrlich? Ach, man muss springen. Oh. Oh mein Gott. Du warst jetzt nicht ehrlich hier drinnen gefangen, während wir draußen rumgelaufen sind und irgendwelchen Blödsinn gemacht haben. Ja, doch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao. Tschüss. Hey, weißt du, du kannst jetzt nicht einmal die Waschmaschine mitnehmen. Doch.